Also, ich muss jetzt mal hier irgendwie gefühlt doch mal so ein paar Worte zur aktuellen Lage sagen, weil, also, wie man vielleicht hört, komme ich irgendwie aus Sachsen und muss mich halt irgendwie jetzt so die ganze Jugendzeit und so schön die ganze Zeit immer mit den Nazis auseinandersetzen und so. Und jetzt kam nur gerade diese fucking Kirmes-Corona-Zeit und jetzt bin ich nur aus Versehen. Weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, auf der kritischen Seite gelandet so und jetzt bin ich auf immer mit bei den Nazis. So. Und ich muss einfach sagen, ich verstehe das nicht. So. Ich habe mein ganzes Leben lang gegen die gekämpft, die waren immer rundherum und haben uns genervt und wir wollten die nicht da haben und das ist auch so hohl und blöd, wie die da herkommen, so. Und jetzt kam dann diese Corona-Zeit nur und dann habe ich gedacht, ich bin halt irgendwie so, ich spiele in so eine Punkband, so, und wir fahren halt durch die Gegend und machen unser Zeug, so. So, und auf immer dürfen wir das nicht mehr. Also, das hatten uns unsere Eltern nochmal vom Osten dann da mal erzählt, so. Und auf immer hier, weißt du, in unsere schöne Demokratie drin. Entschuldigung, ich ruch grad ziemlich viel, weil ich so Frust hab, so. Das, das will ich nicht vor der Kamera machen wegen der Kinder und so. Das ist ja. Also. Es ist gar nicht so richtig leicht für mich zu erzählen, jetzt hier die ganze Nummer, aber. Ich habe arge Probleme irgendwie, so mich mit dem, was hier nun gerade ist, irgendwie vernünftig auseinanderzusetzen, weil ich irgendwie dann plötzlich mich mit Nazi-Stempel konfrontiert sehe, wenn ich einfach nur verstehen will. So, und die Nazis, die sind ja die, wo ich mein ganzes Leben lang gegen war. Und warum ich jetzt auf einmal ein Nazi bin, wenn ich verstehen will, was gerade läuft, das ist richtig, ihr merkt ja gerade, ich harre mit den Worten, ich habe richtig harte zu tun mit dieser so. Das wollte ich jetzt auch nicht vor der Kamera machen, aber ich habe auch ein bisschen getrunken, Entschuldigung. Es ist aber auch alles gar nicht so leicht, nüchtern zu ertragen gerade. So, und also, so jetzt habe ich nur einfach mal mich kreuz und quer informiert, so, und habe mir da meine Meinung gebildet. Und wenn ich die jetzt ausspreche, wo ich nun nicht so ganz auf Linie bin, mit dem, was nun gerade alles so beschlossen wird und so, dann bin ich plötzlich. Mich nervt es ein bisschen, weil das so oft jetzt passiert ist, aber ich will darüber mal reden, so, dass ich dann Nazi bin, so, oder so ein Querdenker, irgendwas. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Ich war noch gar nicht auf einer Demo. Ich habe zu Hause gesessen und irgendwie habe mir Däumchen gedreht und versucht zu verstehen, was hier irgendwie die Phase ist und. Und dann lande ich mir die plötzlich in eine Schublade drin. Und muss ich jetzt mal sagen, liebe Leute, macht doch mal ein bisschen euer Gehirn an und denkt mal ein bisschen nach. Das kann doch wohl so nicht sein. Also ich fühle mich doch jetzt echt hier irgendwie hart angegriffen, harte. So jetzt habe ich nur einfach mal mich kreuz und quer informiert, so, und habe mir da meine Meinung gebildet. Und wenn ich die jetzt ausspreche, wo ich nun nicht so ganz auf Linie bin, mit dem, was nun gerade alles so beschlossen wird und so, dann bin ich plötzlich. Mich nervt es ein bisschen, weil das so oft jetzt passiert ist, aber ich will darüber mal reden, so,
dass ich dann Nazi bin, so. Oder so ein Querdenker, irgendwas. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Ich war noch gar nicht auf einer Demo. Ich hab zu Hause gesessen und irgendwie haben wir Däumchen gedreht und versucht zu verstehen, was hier irgendwie die Phase ist und so. Und dann lande ich mit die plötzlich in eine Schublade drin. Und muss ich jetzt mal sagen, liebe Leute, macht doch mal ein bisschen euer Gehirn an und denkt mal ein bisschen nach. Das kann doch wohl so nicht sein. Also ich fühle mich doch jetzt echt hier irgendwie hart angegriffen. Harte. Macht doch mal nicht so einen Blödsinn und tut Leuten wie mir erzählen, dass wir nur irgendwie Nazis wären oder so. Und das auch irgendwie, weißt du, so zu Leute, die nicht mal mit den Querdenker in Verbindung stehen oder mit irgendwen. Und dann tut er trotzdem diese Keule rausholen. Das kotzt mich an. Das ist einfach auch nicht vernünftig. Guckt uns mal an. Wir sind ganz normale Menschen. Und jetzt bin ich aber auch mal raus. Ich habe genug geredet. Ich bin ja auch nur ein einfacher Michel, weißt du. Also, Leute, fasst euch mal ein Herz und tut mir nicht so, als ob es hier alles wirklich so ein Bullshit wäre, wie euch verkauft wird. Also, tschüssing. Raus bin ich. Tschüss.